Guten Morgen, das ist Ihr Versicherungsfunk-Update für Dienstag, den 29. März, präsentiert von eBepro, die Lösung für Bestand und Provision. Allianz benennt Euler Hermes um. Euler Hermes heißt nun Allianz Trade. Von der Umbenennung erhofft man sich bei der Allianz SE auch Vorteile für die Bekanntheit des Versicherers. Die Umbenennung soll auch eine Wachstumskur einläuten. So sollen unter anderem im Bereich Warenkreditversicherung und im US-Geschäft Marktanteile hinzugewonnen werden. MLP Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2021 veröffentlicht. Der MLP-Konzern hat heute den Jahresabschluss 2021 vorgelegt und darin die Anfang März veröffentlichten Geschäftszahlen bestätigt. Zudem legt das Unternehmen auch den Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2021 vor. Demnach erreicht das Unternehmen 2021 durch zertifizierte internationale Klimaschutzprojekte einen Ausgleich für die eigenen Emissionen und ist damit klimaneutral. Cyber-Risikolage 2022 Enormes Aufholpotenzial. Die repräsentative Studie CyberDirect Risikolage 2022 zeigt, dass sich knapp 42% der befragten Unternehmen bisher nicht ausreichend mit Cybersicherheit befasst haben. Rund 70% der Unternehmen fühlen sich trügerischerweise nicht bedroht. Angesichts der Studienergebnisse ist es nicht verwunderlich, dass wir mittlerweile im Tagesrhythmus von Cyberangriffen auch auf deutsche Organisationen hören. So Ole Sieverding, Geschäftsführer bei CyberDirect. Zurich verzichtet auf weißes Z. Ein großes weißes Z ist traditionell auf dem Logo des Versicherers Zurich zu sehen. Doch in Russland wurde das Zeichen mittlerweile zum Instrument der Kriegspropaganda, nachdem russische Panzer damit beschriftet wurden. Der Versicherer zieht nun Konsequenzen und verzichtet vorerst darauf. Die Zurich fürchtet den Missbrauch ihrer Marke. Ralf Marschke verstärkt Xempus. Das Münchner Insurtech Xempus holt Ralf Marschke, 47, einen Experten für strategisches Wachstum und Partnerbeziehungen an Bord. Er wird die neu geschaffene Position als Senior VP Customer and Growth bekleiden. Ziel ist es, das Produktangebot zu erweitern sowie Beziehungen zu Versicherern und Vertriebspartnern auf nationaler und internationaler Ebene auszubauen. Marschke war zuvor unter anderem als Leiter Partnervertrieb bei ERGO Direkt tätig. Deutsche Rückversicherung AG, Sachspartensegment unter neuer Leitung. Marc Steinbrecher wird ab April 2022 bei der Deutschen Rückversicherung AG die Verantwortung für fakultative Kundenservices der Sachversicherung übernehmen. Sein Vorgänger Markus Brück, 65, wechselt in den Ruhestand. Der 43-jährige Versicherungsjurist Marc Steinbrecher kommt von der VAV-Versicherung in Hannover, wo er das Geschäftsfeld Sachversicherung Gewerbeindustrie für Kunden mit bis zu 1 Milliarde Versicherungssumme leitete. Und das war Ihr Versicherungsfunk-Update für Dienstag, den 29. März, präsentiert von eBepro. Die Lösung für Bestand und Provision.